Ja, halli und hallöchen, meine lieben Freunde. Und damit darf ich herzlich heute einfach gefahren. Let's Play South Park, die Fraction Battle begrüßen. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben beim guten, in dem Versteck von Professor Chaos. Und heute müssen wir hier wieder raus und kommen. Jetzt ist die Frage, hierüber oder hierüber? Zerstören seinen Thron. Wir können looten. Wir haben Butters gelootet. Oh yeah, boys and girls and other beings. So! Auf jeden Fall. Müssen wir einfach in die andere Richtung? Das ist ja ziemlich einfach irgendwie. Hi, hi, Korke. Hi. Ja, entkommen ist ja eigentlich dann... Oh. Okay. Wird, glaube ich, doch schwer, diese Richtung zu nehmen. Da müssen wir wohl doch irgendwie von da drin aus raus. Ja, wenn dann hier. Aber ich habe hier nirgends... Achso, ich muss hier wieder dingsen, ne? So. Ja. Das analysieren. Achso, ich muss es zurückhalten. Übereinstimmung. Sandblast. Ich muss nur immer auf mein Handy gucken, weil ich auf was sehr, sehr Wichtiges warte. Ist es aber nicht. Okay. Also, das müssen wir genau suchen. Alter, jetzt ist Entfindung! Und Pups des Todes! Incoming! Easy. Arschgeiler Arsch! Danke, Toolchat. Danke. Aber ich habe schon jemanden, der den angucken darf. Das bist nicht du. machen wir weiter. Alter, die schöpfen immer mehr Feuer, heilige Scheiße. Alter, was? Oh mein Gott. Er will die ganze Stadt zu Lava erklären. Ihr habt es tatsächlich bis zum Ende geschafft, Coon Friends! Coon and Friends, verdammt, Butters! Und jetzt wisst ihr, dass ihr zu spät kommt! Ganz South Park wird bald bedeckt sein von Lava! Stellt euch das vor, man kann nirgendwo mehr hin! Jeder muss da bleiben, wo er ist! Für immer! Lava im Park, Lava im Dairy Queen! Das wird absolutes Chaos! Komm raus und kämpfe wie ein Mann, Chaos! Das sind übrigens immer noch rote Lego-Steine. Ich habe endlich genug Alufolie, um meine bisher größte Waffe zu bauen! Es geht los! Ach du Scheiße! Den Mechaler kleinen Chaos Supreme! Mecha Minion Chaos Supreme. Oh fuck, Alter! Ja! Fuck trifft es ganz gut! Jetzt reicht's, der Wichser stirbt jetzt! Töten! Okay. Ich glaube, was kann ich eigentlich hier auch in die Option? Das ist euer Mecha-Untergang! War ein Riesenboss. Oh, das ist ein ordentliches Bauprojekt! Danke! Feuer! Raketeneinschlag in T-. Oh, gleich! Kann ich, meine ich, mal die Sprache ein wenig lauter machen? Weil irgendwie ist die sehr, sehr leise. Oh, cool, ich kann hier von Deutsch auf Englisch direkt umstellen. Okay. Und Französisch und Spanisch gibt's auch. Ja, wir bleiben aber auf Deutsch. Weil mir war die Hintergrundgeräusche ein bisschen zu laut. Flieht vor der brennenden Mechalaba! Sorry, ihr seht echt... Wir hatten nicht mal eine Sekunde Zeit, Alter. Nein, das sehe ich nicht ein. Schmerz. Oh Gott, Arschlord hat sich gefickt. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Okay. Huhnkrallen. Das klingt doch gut. Ja. War doch schon einfach, mal gut. Du hast dich beim Manscaping geschnitten. Los geht's, Neuer. Okay. Das hat mich so. Das hier klingt doch gut, dieser Blendeblitz. Obwohl, das ist halt nur die Verwirrung, ne? Das würde auch gehen. Das macht 60 Damage. Ich muss gucken, dass das Ding da oben ist. Wobei, das macht den Damage unverwirrt. Das ist gut. Das ist gut. Bamsen. Hey Leute, nicht so hart, okay? Ach, der ist immun gegen Debuffs. Ja, das ist natürlich kacke. Das ist eben doof. Bohrer, dann machen wir den Bohrer. Feuer frei! Wie dumm muss dein Dad sein, um dir seine Werkzeuge zu leihen? Wenigstens habe ich einen Dad. Ich finde das immer noch so krass einfach. Na gut, Toolshed hätte jetzt eigentlich eine gute Attacke, steht aber halt, ja, Humankind, du kannst eigentlich, kann ich dich wechseln? Oder muss ich dich haben? Weil irgendwie, ja. Das mache ich jetzt ja nicht. Achso, ich gebe mir ein Schild. Ja, gut. Wäre vielleicht bei, Dingsbums Lüge gewesen. Starte Mecha Vernichtungszug. Diese Raketen sind perfekt für unser erstes Filmplakat. Für Chaos! Ah,
Meine Mechalava-Düse ist extra groß. Verlegungsprotokoll aktiv. Okay. Was? Na ja, gut, geht eigentlich immer noch gut. Vorsicht. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Okay. Warte mal. Komme ich von hier aus bis an ihn ran? Nee. Aber ich kann weiter vor. Doch, ich bin bei ihm. Das habe ich nicht mal gespürt. Sehr gut. Ja doch, du hast nämlich auch gesagt. Du Opfer. Oh. Du kriegst das hin. Okay. Krieg ich. Ja, fuck, es brennt nicht. Egal. Okay, da der eh keine Debuffs haben kann, machen wir doch mal das da. San! Ich geb's zu. In deine Fahrt. Potenzial. Merci. Okay, Toolshed muss mal eben vorbei. Und darf auch wieder das hier machen. Zieh! Bohrer! Freu dich, Bohr! Fühlt den Zorn von Humankind! Du kannst halt leider wieder nichts machen. Du kannst aber ihn hier heilen. Ne, kannst du auch nicht, ne? Gott, was? Warum bist du überhaupt hier? Ernsthaft? Gib ihm halt ein scheiß Schild, meine Güte. Gott, ist der bislang unnötig und unnütz. Darf ich? Darf ich? Nein. Sind meine Raketen nicht cool? Nein, weil sie haben keinen einzigen getroffen. Chaoswelle! Oh, totales Chaos, extra scharf! Kuhn auf der Jagd. Ich gebe dir totales Chaos, mein Boy. Ich gebe dir totales Kuhn-Chaos! Das dürfte ihn sehr, sehr gut Schaden machen. Bam. Stirbt diese Runde übrigens. Also, das ist halt auch noch nicht, da kommt noch mehr. Das ist noch nicht alles. Das kann noch nicht alles sein. Also da bin ich mir sicher, da kommt noch mehr. Das war noch nicht der ganze Boss. Das war noch nicht das Ende. Hundertprozentig nicht. Nee. Never. Ach, meine Beine! Komm zurück, Lakaien! Ja, war klar. Na gut, Leute, das war ein kleiner Rückschlag, aber keiner hält Chaos auf. Phase 2 einleiten. Oh, scheiße. Okay. Ich bräuchte mal eben ein wenig Stöp beim, genau, negative Status-Effekte mal weg, weil das Brennen ist gerade ein bisschen doof und der hat eh schon wenig Leben. Deshalb brauchst du das auf jeden Fall mal. Glückwunsch, du brennst nicht mehr. Danke, Kuhn, das wusste ich auch selbst. Kleiner Gringo ist muy malo. La curación. Wie viel heilen die denn? Auf die Lakaien. Ja, der hat noch voll Life aktuell. Diese Raketen sind perfekt für unser erstes Filmplakat. Raketeneinschlag in T-Minus. Oh, gleich. Au. Totales Chaos. Will ich das zurückspulen? Naja. Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Friends. Ich musste überlegen. Okay. Vielleicht kannst du mal... Wow, du kannst mal was Nützliches machen. Weil du könntest die auch angreifen. Wobei, Kuhn kann die auch nachher ficken. Wobei, weil du... Okay, du kannst... Nein, du kannst auch kein One-Hitten, ne? Wenn ihr meiner Superschurkentruppe der Chaosliga beitretet, können wir alle zusammen... Ja, machen wir sie platt! Okay, Leute, hat sich gelohnt. Der Kerl hat sich hinterher gelohnt. Er brennt selbst ja auch noch. Vorsicht, Kuhn! Kannst du noch einen killen? Geht das? Ja. Vielleicht der hier, der direkt vor mir steht. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Tomar el medicamento! Müssen wir eigentlich alle Lakaien killen? Okay. Ich würde auch gern nicht mehr brennen. Vielleicht sollen wir einmal Chaos angreifen. Nicht mehr nach Verwandten haben. Irgendwie so. Wir waren noch nicht. Mach mal. Peng! Alles okay, Lakaien? Wenigstens sorgt er sich um seine Lakaien. Ich bin sowas von bereit. Rakete im Anflug. Oh, ich hab voll auf die Raketen nicht geachtet. Fuck, ich hab keine Ahnung, wo die sind. Chaos! Mehr Chaos! Mehr! Achso, ich hab die zurückgespult. Reicht. Okay, mach gleich mal das da. Darum kümmern sich meine Supreme-Mecha-Chaos-Lakaien schon. Das glaubst auch nur du. Kleine Vorwarnung, das wird höllisch wehtun. Ich werde jetzt zwar
Als ob das nicht geht. Ha, ich wollte ihn töten. Aber ich bin zu weit weg. Ich kann niemanden töten. Wenn ich niemanden töten kann, dann mache ich halt das hier. Ich wollte jetzt eigentlich diesen Medi killen, der quasi hinter meinem Charakter steht, aber ja. Ja, nein, den hat er mal. Okay, ich muss die zuerst killen, das kann gar nicht anders sein. Wobei er killt sie jetzt eh, sobald er drankommt. Ja, nee, brauche ich nicht, weil die stehen jetzt im Dings und die sterben jetzt nächste Runde sowieso. Von dem her brauche ich die auch nicht killen. Ist eigentlich egal, was wir machen, weil der ist eh immun gegen Debuffs. Hauptsache, wir stehen nachher nicht da, wenn die hier Raketen kommen. Ich hab's ein bisschen lang. Wobei, Tool. Ja, Toolshed wird verrecken. Dafür aber jetzt auch noch einmal das hier machen. Bevor Toolshed fällt! Ja, Wiederbelebungsserum, also das ist nicht das Problem. Mach den nochmal BAM! Blut! Boah, Baby, boah. Voll brutal, Alter. So, und da die jetzt in seinem Feld stehen. Ich hoffe, der one-hitted die auch. Jetzt bin ich wohl dran. Wobei, meine kommen dann nochmal. Sind meine Raketen nicht cool? Zu lang. Reiß dich zusammen. Autsch. Das Böse fürchtet die Kite-Laser. Okay, lass mich raten. Du kannst wieder in keinen rankommen, weil du ein Vollidiot bist. Ja, natürlich ist das so. Aber ich kann nachher, glaube ich, vielleicht kann ich sogar beide killen. Aber du, gib dir mal, dass du nicht mehr brennst. Ich muss dir nochmal eben überlegen. Da merkt man erst, wie gerne man nicht brennt. Ja, nicht brennen ist schon. Coontown. Er kann jetzt halt auch nur einen killen. Oh. Na. Kommen da nicht auch wieder neue? Das ergäbe ja zumindest Sinn soweit, irgendwie. Ja, nein, ich gehe jetzt da, oder? Was estoy haciendo aquí? Hervorragende Arbeit, Lakai! Es ist ja auch viel zu eng einfach. Geh mal weg. Kann ich auch irgendwie beide treffen? Nee, ne? Wobei, wenn ich mich woanders hinstelle, was aber doof ist, weil da dann Raketen kommen. Wobei, ich habe Full Life. Dann kann ich. Nee. Nee, okay. Ja, dann. Ich glaube, du übertreibst ein bisschen. Wie aufmerksam. Komm, das so ist es. Und los! Ja, Tushirt hat es halt Pech gehabt. Der verreckte Zeit. Ich muss mich mit dem vielleicht auch mal ein bisschen Bora anders positionieren. Ja, irgendwo ist immer ein Nun. Was ist irgendwo immer ein Nun? Ihr seid verloren! Macht denn das viel Damage? Rakete im Anflug! Raketeneinschlag in T-Minus! Geht eigentlich. Das würde ich aber gerne nicht machen. Weil das ist echt eine starke Attacke. Oh Gott, Arschlord hat sich gefickt. Und der Raketenflug ist auch weg. Jetzt stehen wir alle vor der Bitch! Und wir kommen alle nacheinander dran. Alle nacheinander ficken dich jetzt. Und ich muss dich ja wohl irgendwie anbluten lassen können. Na gut, dann halt, kann ich das ja, das kann ich ja nicht machen, ne? Dafür ist es zu groß wahrscheinlich. Wie, ich kann jetzt nicht angreifen? Ah doch, kann ich. So, das geht. Platz für den Kuhn. Gut, dass ich an mir vorbeirecken kann. Danke fürs Rumstehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Gerne doch, das mache ich doch immer gerne. Gerne. Ja, ja, ja. Können ja das machen, auch wenn sie nicht verwirrend wird, aber trotzdem finde ich Lichter schön. So, dann werden wir vielleicht mal Freunde. Wer hat hier den Abriss bestellt? Ich Abelisse bestellt. Mach Abelisse in die Fiese! Wie wär's mit ein paar neuen Bohrer aufsetzen für etwas mehr Pep? Oh Mann, hier geht's gleich Rakete im Anflug! Ja, ja, ja. Boom, ist das ein Spaß! Ja, ich find's auch lustig. Bereit zum Abflug? Ja, yep, bereit zum Human Kalifizieren. Laser des Todes! Ausrufezeichen! Der Kampf geht lange, Leute. Aufhören! Aber gut, der ist gleich voll down. Oh, hier unten lebt noch jemand? Ja, natürlich. Bist du Bluter? Na, wir werden sehen. Ja, schauen wir mal.
Wohl nicht. So, dann kommt jetzt wohl die letzte Phase. Ja, natürlich hat er noch Waffs. Ich will keine Waffs, Mann! Das darf nicht das Ende sein. Zum Glück haben wir 3 Phasen geplant. Tja. Wer hätte das auch ahnen können? 3 Phasen bei einem großen Boss. Das gibt's ja auch nie sonst. Oh, nicht schlecht, Neuer. Das trifft ja hauptsächlich Bartes. Dann mal los. Den Hunden ist das alles ziemlich egal, tatsächlich. Doch, das ist der Größe. Treffe ich den irgendwo von hier hinten? Ne, wirklich, ne? Das geht auch nicht, weil Kuhn im Weg steht. Ja. Hier, Mann! Bevor er nichts tut. Chaos, kommt euch holen! Revier markieren! Oh, wie das stinkt! Was? Chaos an Sturm! Wie, der kann 2 Attacke? Unfair! Meine Laser sind wieder komplett aufgeladen. Ja. Jetzt kann's losgehen! Ja, und du stehst richtig, mal wieder richtig. Kann ich den eigentlich echt nicht irgendwie austauschen? Nee, das kann man nur am Anfang. Oder kann ich das hier nochmal planen oder so, wie das heißt? Nee. I hate you, human guy, I hate you. I really, really hate you. I really, 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 really hate you. Ja, wenigstens. Wobei, ich hätte ihn jetzt auch treffen können. Heilung! Jetzt habe ich auch beim Heilen verkackt. Danke. Oh, wow. Du bist das Krebsgeschwür. Ich bin der Kuhn. Ich renn dich an, du Opfer! Dass ich etwas so Fettes so schnell bewegen kann. Fick dich, Kyle. Auf zu kotzen. Du bist dran, Neuer. Kann jetzt eigentlich auch ich würde gerne ein bisschen weiter wegstehen. Kann jetzt eigentlich... Und ist immer noch immun gegen alle Debuffs. Er ist immer noch immun gegen alle Debuffs. Okay. Ja, ich halte die... Oder... Na. Ran an den Speck. Doch, ich halte die nächste Runde. Ich kann es jetzt nur zurückdrehen. Das passt schon. Muss ihn hinstellen, da hoch? Ja. Wie schmeckt dir das? Bam! Alle Infos zu meinen Laserbohrern gibt's in Toolshed. Tolle Tools 1, bald erhältlich. Chaoshunde, tut eure Pflicht. Ich hab keine Kackbeutel mehr. Sorry. Hier kommt das Chaos. Weil das auch noch recht egal. Solange sie nicht sterben, drehe ich das nicht zurück. Oder solange sie mega viel Schaden machen. Ich muss sagen, da brennt ein bisschen Zorn in mir. Du hast letzte Runde schon. Nachher ist auch jemand anders. Wir müssen ja auch fair bleiben. Bist du ja nicht auch angewidert? No, glaub nicht. Piu, piu. Gelasert, Mann. Gelasert, Bert. Augen zu, Kinder. Der Kuhn macht jetzt ein paar nicht jugendfreie Sachen. Nein, 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 nein. Das darf nachher... Ich habe nämlich noch keinen Mega-Angriff gemacht, den mache ich nachher. Du tust dich jetzt erstmal von deiner Anwiderung heilen. Ah ja, nur Toolshed, Kuhn und ich sind angewidert. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste. Oh yeah. Eigentlich ist das dafür die Buffs, aber... Leute. Der Avatar muss einmal zuschlagen, ja? Der Avatar... Ich warte nämlich gerade eigentlich, ich muss dringend einen Bildschirm kaufen, nicht für mich. Und da warte ich gerade auf Antworten von potenziellen Verkäufern. Und deshalb muss ich da noch mein Handy schauen. Und er ist geschockt! Jetzt werden Schurken genagelt! Oh yeah, Nageln ist immer gut. Das kann ich ja nicht machen. Dann mach da wieder. Nimm das! Ah, wobei, er hat ja nicht eingewählt, Dings. Kommt noch jemand? Boah! Eklig, Alter! Erinnert euch an diesen Tag, den Tag eures Todes. Du siehst ziemlich im Arsch aus. Mecha, Mega, Angriff. Irgendwie machen die Angriffe von dem kaum Schaden. Ist dir das schon aufgefallen? Schwusch. Ja, schwusch. Wer ist denn das angewidert so? Du selber, ne? Dann... Wäre ich dafür, dass du mal Toolshed haltst, weil der hat es mehr verdient als du, weil der ist nützlicher als du in diesem ganzen Kampf hier. Kein Schlag! Ich bin auch nett. Ja, heil mal Toolshed, weil der ist viel wichtiger als du, du Scheiße und so. So, Kuhn steht sehr, sehr günstig. Dürfte ich das mal eben anmerken. Kuhn steht echt sehr, sehr günstig. Saubere Arbeit, Kuhn! So. Los geht's, Furz. Und wer macht den finalen Schlag mit dem Sand des Todes? Bam! Leute. Easy! Ja, eine Folge nur Bosskampf. War doch nice, Leute. War doch nice. Dann schauen wir mal, was der gute Chaos in der nächsten Folge zu dieser Niederlage zu sagen hat. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch an der Stelle die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, einen Kommentar. Aber da links an der Brücke in der Nähe, Chaos, so schmeißt in der Beschreibung.
Einen schönen Tag, wir sehen uns in diesem Video. Und ja, was gibt's denn noch zu sagen? Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und tschüss, Silly.